Die Cleantech-Ingenieure haben die neue Technologie im ersten emissionsfreien Hypercar der Welt vorgestellt. Viritech, ein Cleantech-Unternehmen, hat angekündigt, dass sein Aprikale das erste Fahrzeug der Welt sein wird, das einen Wasserstoffantrieb erhält und ein emissionsfreies Hyperauto wird. Das H2-Auto wiegt nur 1000 Kilogramm und soll die Leistung eines Hypercars erreichen. Die Idee ist, das Fahrerlebnis des Aprikale zu verändern, indem die Agilität einiger der besten Hypercars, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, mit der sofortigen Reaktion eines Elektromotors kombiniert wird. Laut Viritech macht es der elektrische Antriebsstrang möglich, dass der Aprikale reaktionsschneller wird als herkömmliche, mit Erdölprodukten betriebene Hypercars. Viele Fahrzeuge haben nicht die Kapazität, mit einem Antriebsstrang zu funktionieren, der schwerer ist als der eines herkömmlichen Verbrennungsmotors. Diese Fahrzeugkategorien wurden von emissionsfreien Antriebsstrangübergängen ausgeschlossen, da Batterien immer schwerer sind als Verbrennungsmotoren. Je höher der Leistungsbedarf des Fahrzeugs ist, desto größer sind die Auswirkungen auf das Gewicht. Der Wasserstoffantriebsstrang des Aprikale zeigt, dass emissionsfrei dieselbe Leistung erbracht werden kann. Darüber hinaus zeigt es auch, dass H2 mit dem gleichen Gewicht und der gleichen Reichweite wie ein Verbrennungsmotor funktionieren kann. Die Strategie, alle Kompromisse bei emissionsfreien Fahrzeugen zu überwinden, veranlasste die Ingenieure von Viritech dazu, die Art und Weise, wie Brennstoffzellen und Batterien zusammenarbeiten, auf völlig neue Weise zu betrachten. Bis jetzt wurden Wasserstoff-Brennstoffzellen als Reichweitenverlängerer für Antriebsstränge mit Batterien als Herzstück verwendet, sagte Matt Fox, CTO von Viritech. Wir haben diesen Ansatz im Wesentlichen auf den Kopf gestellt und einen Antriebsstrang um ein Brennstoffzellensystem mit mehreren hundert kW entwickelt, das von einer leichten, aber hocheffizienten Batterie unterstützt wird. Dies liefert Hypercar-Leistung für Aprikale, aber bei weniger als der Hälfte des Gewichts typischer BEV-Hypercars. Diese Gewichtsreduzierung verändert nicht nur die Fahrdynamik von Aprikale, sondern unsere geringere Abhängigkeit von Batterien bedeutet auch einen geringeren Bedarf an Seltenerdmineralien. Der Aprikale und seine Wasserstoffantriebstechnik wiegen etwa 1.000 Kilogramm. Als solches wird es in der Lage sein, die Einschränkungen zu überwinden, die mit einer batterieelektrischen Fahrzeugtechnologie mit Hypercar verbunden sind. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.